ein Sandstein, um Minecraft zu knechten. Also ich kann schon mal sagen, jetzt mit 20 Minuten Starting Screen, updated Mods nicht, wenn ihr nicht müsst. Vor allem, wenn ihr am gleichen Tag streamen wollt. Beziehungsweise, wenn ihr das tut, dann gebt euch beim Testen auch nicht damit zufrieden, dass Minecraft startet. Testet auch, ob die Welt startet. Der Crash Report hat gesagt, dass hier irgendwo, warte, wir suchen, ich will jetzt diesen Block sehen. Ich habe den Crash Report offen. Und zwar minus 479, 48 minus 1200. Also irgendwo, warte, wir müssen weiter runter. 8 minus 48, das ist die Höhe hier. Hier ist irgendwo ein Sandsteinblock und den wollte er nicht rendern. Und nicht tessellaten. Ich weiß jetzt gerade nicht, welcher Schritt bei einer Grafikdarstellung das sein soll. Kommen wir da hin? Hä? Es muss irgendwo hier in dem Sortierer sein. Aber hier ist... Warte. Hoch. Pass auf. Looking at block. Das ist die Höhe 49. Also einer da drunter. Also es ist ein Block, den dürfte man nicht mal sehen, wenn ich das richtig beurteile. Und dann hat er nämlich gesagt, es ist Indium, woran es liegt. Und ohne Indium und ohne Texture Pack ginge, hätte ich auch die Welt jetzt gerade starten können. Also es wäre auch Last Resort jetzt gewesen. Aber ich habe keine, also ich habe jetzt am Ende, also ich habe geguckt, welche Mods ich also jetzt heute alles geupdatet wurden vom Prison Launcher. Weil ich einfach alle habe updaten lassen, das war der Fehler. Es waren aber, glaube ich, nur 8 oder so, die, glaube ich, wirklich geupdatet wurden. Und dann habe ich es auf die Fabric API zurückführen können, weil es einfach so ein Verdacht war gerade. Also ich habe auch ein paar andere Mods. Also ich habe Iris, Sodium, ich glaube Indium. Die musste ich halt, habe ich jetzt halt zurück auf die ursprünglichen Versionen, weil ich es da noch grob wusste. Und bei der Fabric API habe ich dann gerade in die Versionshistorie geguckt, um herauszufinden, welche Version das gewesen sein muss, die ich dann Ende Juli runtergeladen habe. Und das hat jetzt nur funktioniert. Man sieht, der Superschmelzer ist gelaufen. Warum auch immer die hier nicht synchron sind. Ich habe Glas vorbereitet. Ich habe Smoothstone vorbereitet. Ich habe unsere Steinvorräte generell wieder ein bisschen aufgefüllt. Aber also zweimal die Spitzhacke fast komplett zerstört. Wir haben wieder ein bisschen mehr Sand. Okay, ich dachte schon, wir sind nur so weit weg. Ich glaube, die Ambient Sound Mod wurde auch geupdatet. Also, wir haben auch wieder Sand hier. Aber ich würde sagen, der erste Schritt... Okay, es hat auf jeden Fall etwas gebracht. Ich weiß nicht, welche Mod das war. Aber eine der Mods, die jetzt noch... Moment, warte. Welche von den Mods sind jetzt geupdatet geblieben? Welche sind heute geändert worden? Dass jetzt die Texte wieder funktionieren. Fabric API habe ich zurückgebracht. OptiGui könnte sein, dass das damit zusammenhängt. Lilac ist deaktiviert. Fabric Language Kotlin kann ich mir echt nicht vorstellen, dass das was mit dem Schilder-Rendering zu tun hat. Okay, es sind sogar noch ein paar. Warte. Entity Texture Features? Sind Schilder Entities? Kann das sein? Ist das möglich? Auf jeden Fall, Nebeneffekt, Schilder funktionieren wieder. Da habe ich jetzt nichts einzuwenden. Dann gucken wir uns mal gerade bei Flamis Baum das nochmal jetzt an, wo es funktioniert. Also ich meine, das ist ein Win. Irgendwie wirkt das hier so verändert, obwohl er eigentlich sich nichts getan hat. So. Da ist Flami. Sieht so verschmiert aus.
Es flimmert auch. Also, beziehungsweise, okay, ja. Ich glaube, mit der Font kommt das, ich habe das Gefühl, der Effekt ist nicht für die Schriftart gemacht, für die sowas, ja, hochauflösend ist in dem Fall, wenn man bei einer Schriftart von Auflösung sprechen kann. Pass auf, erster Schritt. Also wir werden heute uns an die Sockel setzen. Ich habe da einiges vorbereitet, dass wir genug Material da haben, hoffentlich. Aber zuerst würde ich sagen, machen wir nochmal einen Abstecher ins Deep Dark. Wir müssten da ja jetzt eigentlich alles soweit. Also da muss ja eigentlich jetzt alles ready sein. Das heißt, wir können die ganzen Kisten leeren. Warte, wir brauchen auch die Schere. Stimmt, die Schere ist auch repariert. Das ist immer toll, finde ich, wenn man Fehler behebt, ohne zu wissen, wie sie zustande kamen oder was jetzt die eigentliche Lösung war. Aber wie gesagt, zu reparierten Schildern sage ich nicht nein. Das wurde nämlich langsam echt nervig. Warte, das ist die falsche Richtung. Also es ist die richtige Richtung, wenn wir zum Kartenschreien wollen, aber wir wollen erstmal in die Ancient City. Wie war das? Free the city, protect the city? Irgendwie habe ich das Gefühl, die Schuhe leiden viel, viel schneller als sonst vom Seelensand. Das Gefühl, dass auch die Beleuchtung jetzt hier ein bisschen anders ist. Ist jetzt vielleicht auch der Skull Catalyst? Sind da vielleicht jetzt auch endlich mal diese weißen Planen weg? Ist das möglich? Sehen wir irgendwo mal einen? Nee, okay, sind nicht weg. Das Problem wird uns wohl noch eine Weile begleiten. Okay, pass auf. Wir benötigen nochmal. Genau, was ich aktiviert habe, ist, dass wir jetzt den doppelten Platz in der Ender Chest haben. Ich werde den aber vorerst nicht fest einplanen, sondern halt erstmal irgendwie nur, wenn wir zum Beispiel das Schulkerbox-Monster auflösen, was wir jetzt beim Kartenschreien haben, dass ich die einfach hier reinlegen kann, ohne dass ich irgendwie 10 Schulkerboxen noch im Inventar haben muss. So, pass auf. Wir brauchen wieder hier, hier. Hier. So, dann machen wir wieder den I am gay Trank. Oh, ich muss jetzt gerade an die alten Sonic-Parodie-Shorts denken. Vorhin gib mir doch gleich, ich bin schwul, Handschuhe. So, das war meine Chest. Oh, wir müssen eigentlich mal das Gebiet hier ein bisschen säubern. Einfach, dass wir ein bisschen, ja, ne, und so. Das Problem ist nur, dass der Skalk einfach den Stein teilweise komplett ersetzt hat. Was ist das für ein Block?
Deep Slate Bricks. Moment, Deep Slate müssten wir eigentlich genug haben. So. Wir können zumindest hier mal für ein bisschen Licht sorgen. Irgendwo müssen wir auch noch rote Wolle zurückgelassen haben. Die Frage ist, wo ist jetzt noch Zeug? Na gut, Zeug ist hier noch überall und es sieht uns an. Aber, ne, ihr wisst, was ich meine. Shrieker und Sensoren. Haben wir die Kiste hier schon mitgenommen? Skalk, Bücher, ein Echo-Shard. Aber sonst jetzt nichts mega beeindruckendes. Da oben ist aber noch eine Chest. Sogar zwei. Swift Sneak Channeling. Ja. Jede Menge Zeug, was jetzt nicht mal so geil ist, to be honest. So, pass auf. Wir brauchen keine Knochen, wir brauchen keine Bücher, wir brauchen keine Seelenfackeln. Swift Sneak 1 nehmen wir mal mit, weil wir es nicht craften können. Kohle. Wir brauchen kein Channeling-Buch. Wir brauchen keine Lead. Aber was wir benötigen, ist eine Schulkerbox. Geht nicht anders. So, pass auf. Hier. Ich brauche auch keinen Kompass. Wir können Kompasse selber craften. Hier. Glowberries nehmen wir mal mit. Werden sicher nicht die letzten sein. So, was haben wir hier? Nametag. Diskfragmente. Blast Curse of Binding. Ey, super. Noch sehr, sehr ruhig alles hier. Ich finde es übrigens toll, dass die Wolle hier... Doch, ein bisschen was ist abgebrannt durch die Lava, glaube ich. Ja, hier. Hier wäre eigentlich Wolle, aber das ist abgebrannt. Aber wenigstens hat das Feuer nicht alles zerstört. Echo-Shard, Bücher.
Amethyst-Shards kann man mitnehmen. Gut, bis jetzt ist der Loot aber nicht so beeindruckend. Wenn wir mal ehrlich sind. So, ist hier das, wo der... Okay, es ist nur... Okay, das ist jetzt nur wegen der Dings. Wegen der Potion, die gerade ausläuft. Nee, das... Warte. Ich habe den Shrieker gar nicht gehört. Also das ist die Stelle, wo der Shrieker noch war. Aber ich glaube, durch die eine Mod, ich glaube, ist es Auditory? Ich glaube, die dämpft gerade die Geräusche, die weiter weg sind, ein bisschen zu sehr. Die Frage ist, welche Mod macht das? Mods. Ambient Sounds, das andere... wo ist Auditory? Nee, welche ist denn das? Verdammt. Sound Physics Remastered, hier. Ja, hier, das hat alle möglichen Einstellungen, von denen ich nicht weiß. Ja, sind aber, wenn ich einen Shrieker schon nicht mehr hören kann, ist das halt echt nicht gut. Warte, Minecraft wird nicht zulassen, dass das Geräusch über eine bestimmte Distanz hinausgeht. Ja, das ist ein Multiplikator. Wenn ich das richtig lese, dann ist das ja 16-fach. Ach du Scheiße. Ich mache es jetzt einfach mal komplett aus. So, wo ist hier der Shrieker? Ich bin gerade echt versucht, das mit Freecam zu machen, weil ich sowieso nicht davon ausgehe, dass wir an den Shrieker rankommen, ohne ihn mindestens einmal auszulösen. Er ist auch nicht hier oben an der Wand, oder? Da ist ein... Das ist sogar... Nee, das ist ein Sensor. Aber der wird nicht von... Der kann nicht von da unten bis da oben. Das kann nicht sein. Das sind sogar zwei. Okay. Okay, Night Vision hält nicht mehr lange. Wir gehen mal kurz sicher, dass der Shrieker nicht irgendwo hier ist, wo man es vielleicht sehen könnte. Aber ich muss gestehen, dass ich es gerade stark bezweifle.
Ich sehe hier aber wirklich gerade gar nichts. Es ist ja schon das dritte oder vierte Mal, dass wir hier sind und wir wissen, dass hier irgendwo ein Shrieker sein soll. Aber ich sehe halt weder einen Shrieker noch einen Sensor. Und für sich alleine sind die Dinger ja harmlos. Da was? Das ist auf jeden Fall irgendwas Weißes. Es könnte ein Shrieker sein. Aber ich sehe die Form nicht. Hier! Hier ist auf jeden Fall ein Sensor. Das sieht nach einem normalen Catalyst aus. Und das hat jetzt auch nichts anderes mehr ausgelöst. Ugh. Also wenn man das so in der Hand hält, dann sieht man erstmal auch, wie widerlich dieses Ding ist. Ekelhaft. Nur wo ist denn dann der Shrieker, den er ausgelöst hat? Der kann ja auch überall gewesen sein. Da! Guckt euch den Pisser an. Sollen wir ihn behalten? Ich bin dafür, dass wir den behalten. Das könnte der letzte hier in der Gegend sein. Also falls wir irgendwie den Warden mal absichtlich spawnen wollen oder so. Und da irgendwie eine Maschine bauen wollen. Dann brauchen wir den ja. Aber die Drops sind leider nicht besser dafür, dass das jetzt so ein Krampf war. So, hier waren wir doch auch schon. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ja, genau. Hier ist ein Sensor, aber scheinbar kein Shrieker. Aber wo ist dieser Sensor? Es sieht halt, finde ich, aus. Also gut, klar, dass der Warden auch aus Skalk besteht, ist klar, aber ich finde halt, es sieht halt aus, als wären hier die Knochenreste vom Warden irgendwie halt wirklich drin absorbiert. Ja gut, vielleicht war das auch der Gedanke. Wenn man jetzt sich noch irgendwie ducken könnte. Was ist hier? Irgendwo hier drin ist noch ein Sensor.
Oder zumindest einer, der kein Netz kriegt. Ganz ehrlich, das ist mir gerade ein bisschen. Es ist mir überhaupt nicht geheuer mit dem, mit dem Sensor. Nicht zu wissen, wo der ist. Der ist irgendwo hier drin. Okay, das hat es jetzt nicht getriggert. Die sind gar nicht mal schlecht. Also, die Gegend ist safe. Es ist irgendwo hier. Wo bist du? Man hört es auch kaum. Es sind Blocks, oder? Jawohl, so, wenn wir jetzt noch die Sound Physics aktivieren. Aber hier hört man gar nichts. Also irgendwie ist die Sound Physics Mod da nicht mehr korrekt eingestellt. Ah, jetzt höre ich sie. Jetzt höre ich den Skalk-Sensor. Der ist irgendwo unter uns. Hier in der Ecke. Okay, das ist jetzt die Nachtsicht. Ist der hier drüben? Der ist gerade sehr selektiv, worauf er reagiert. Aber gut, hier ist auch überall Wolle. Müsste ich nicht normalerweise aber auch die Schallwellen sehen können? Wie gesagt, das Ding. Der war die ganze Zeit hier. Dieses Ding ist keine Gefahr, aber ich merke schon mal, es sind keine, die vergraben sind. Also vergraben ist nichts. So, was haben wir hier? Nochmal eine Horse Armor. Nochmal eine ganz brauchbare Rüstung. So, warum auch mal hier? Warum sind hier Leinen drin? Was haben sie mit dem Warden gemacht oder was haben sie mit ihm versucht? Swift Sneak 1 nochmal.
Regenerationstrank. Mal gespannt, ob wir zumindest diesen Armor Trim kriegen, weil der ist ja recht selten. Infinity. Also wir brauchen keine Projectile Protection auf einer Eisenrüstung. Gefährlichster Ort im Spiel. Und was kriegen wir hier? Eine Eisenrüstung. Zumindest ist es ja gedacht als gefährlichster Ort im Spiel. Ich würde behaupten, dass je nachdem eine Bastion durchaus noch gefährlicher ist. Zumindest solange Picklin Brutes noch daran rumlaufen. Okay, kein Shrieker. So, dass auch klar ist, dass wir hier oben schon waren. Okay, die haben auch kein Netz. Bane of Arthropods, Skull Catalyst. Also der Loot aktuell, also heute ist irgendwie kein Streamer-Glück dafür, dass wir einmal zwei von den Enchanted Golden Apples auf einmal hatten. Wo geht es? Also jetzt echt hier durchlaufen. Also Klaustrophobie ist ja eine Sache, aber dann auch noch, wenn dich die Wände anstarren. Also gegen so eine enge Felsspalte hätte ich nichts. Aber das hier würde mich, glaube ich, schon triggern. Scheiße, einfach drei Sensoren.
Stell dir vor, die würden auch blinzeln. Sie blinzeln ja auch. Gibt es eine Phobie vor Augen in den Wänden? Schritt zurück. Halbzeit. Okay, der hört sowieso alles. Da oben sind noch welche. Hier ist irgendwo noch einer. So, Bane of Arthropods benötigt kein Mensch. Zumindest nicht die Zweier. So, dann Punch 2 benötigen wir nicht. Sattel kriegen wir in rauen Mengen, wenn wir wollen. Aber. Otherside? Warte, Otherside gibt's hier? In der Ancient City? Ich dachte, das wäre in Strongholds. Also, die hatten wir definitiv noch nicht. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ganz ehrlich, hier. So. Dann Swift Sneak. Die Fackeln brauchen wir nicht. Wir brauchen noch keinen Regenerationstrank. So, da drüben waren die anderen Shrieker, die wir weggemacht haben gestern. Nicht gestern, vorgestern.
Da ist noch ein Sensor. Hier und Glowberries können auch hier rein. So viele Chests und noch kein einziger Gapfel. Aber wir können hier mal kurz hoch. Ward Armored. Okay, aber es ist nicht, es gibt noch einen anderen, ne? Es gibt Silence ja auch noch. Also zumindest schon mal ein Item, was es nur hier gibt. So, ich glaube, hier die Kiste haben wir, das war eine von den ersten, die wir euch aufgemacht haben. Und die hier. Ich glaube, wir haben nur zwei Kisten vorher aufgemacht. Genau, jetzt sind wir nämlich wieder hier. Hier, hier und der kommt weg. Hier machen wir so. Wir brauchen keine Name Tags. Wir packen mal die Bücher hier rein. Ich glaube, wir haben diesen Ort gesäubert. Ich vermute tatsächlich langsam, dass das der letzte Shrieker war. Ich laufe jetzt auch hier durch. Weil wenn hier noch irgendwo ein Sensor oder ein Shrieker ist, will ich es wissen. Swift Sneak 3, Sweeping Edge 3 ist auch nicht schlecht.
Da ist noch ein Sensor. Big Charge 3. Das hier sieht so komplett unberührt aus. Ich würde glatt behaupten, hier waren wir noch nicht. Das kommt mir auch nicht bekannt vor. Aber es scheint auch kein Shrieker hier zu sein. Außer vielleicht irgendwie da drin. Oh, ist hier noch ein Sensor? Also klar, da, aber irgendwo hier drin muss doch auch noch einer sein. So viele Sensoren und kein einziger Shrieker? Fühlt sich aber auch nicht richtig an. Wie gesagt, außer der Shrieker ist bewusst irgendwie hier reingebaut worden, um dem Spieler zu demonstrieren, dass das Wolle, dass das halt blockt. Nur ich finde, das wäre halt hier, also ja, es ist gut, dass es das gibt, aber ich meine, diese Struktur haben wir jetzt mit als letztes gefunden. Also sowas funktioniert halt auch nur, wenn du das dem Spieler vorher demonstrierst und nicht erst nachdem er es schon selber rausgefunden hat. Muss ich hier irgendwas? Ist hier irgendwas drin? So, ich will es nicht. Ich will es intakt lassen, wenn da nichts ist. Nee, hier ist nichts. Okay, Diamond Hole.
Da ist das Portal. Hier sieht aus, als wäre hier mal ein Graben gewesen mit Wasser oder Lava oder so. Aber wir können auch unmöglich schon den gesamten Bereich abgedeckt haben. So, letzte Potion. Hier? Nee, hier ist nicht die Stätte, die wir eingerichtet haben. Aber ich glaube, also bis auf hier drin in dem Gebäude, dürften das jetzt eigentlich sogar alle Chests gewesen sein. Ich glaube, wir können behaupten, diese Stadt ist gesäubert. Zumindest von den gefährlichen Dingen. Von den hässlichen müssen wir jetzt nochmal... Also nochmal, was steht auf dem anderen Blatt? Ist nicht irgendwas mit einem Target-Block, den man auslösen kann? Genau. Hier könnte man ein Buch drauflegen. Da gab es hier nicht auch irgendwo... Sie haben halt kein beschriebenes Buch. Ich glaube, normales kann man auch nicht drauf... Nee, kann man nicht. Es muss ein beschriebenes sein. Was wir haben... ist unser Notizbuch. Tut aber nichts zur Sache. Führt das jetzt überhaupt irgendwo hier hin? Ich habe ja nicht das Gefühl. Es endet überall in Sackgassen. Aber hier gab es doch auch was, oder nicht? Ich bin mir nicht sicher, dass diese Pistentür eigentlich zu sein soll. Aber ich bin mir sicher, dass sie von Anfang an offen war. Ich kann nur gerade nicht den Ursprung dieser Schaltung zurückverfolgen.
Hier ist ein Sensor. Aber der ist auch komplett isoliert mit Wolle. Alles sehr, sehr seltsam. Okay, da oben sind noch ein paar Sensoren, aber keine Shrieker. Na gut. Dann bringen wir mal die ganzen Sachen zurück. Panda Jaguar, danke für die 10 verschenkten Subs. Oh, da muss ich aber ein paar Leute aufschreiben. Da muss ich ein paar Leute aufschreiben. Moment. So, darf ich einmal kurz im Chat hochscrollen? So, pass auf. Dann, also, strixweise hat definitiv noch keinen Baum. Kichererbs hat auch noch keinen. Bei Goku bin ich... Morbus Willi hat definitiv einen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Bei Goku bin ich mir nicht sicher. Was sagt meine schlaue Liste? Also nicht die Ingame, sondern meine tolle Excel-Tabelle, die ich extra dafür habe. Wenn sie sich öffnet. AG Däne hat definitiv noch keine. Trusty DX hat auch noch keine. Raki 07? Kommt mir aber auch bekannt vor. Na ja, komm schon. Kalk darf ruhig ein bisschen schneller laden. Oder auch nicht laden. Ja gut, jetzt. So. Muss ich mal kurz suchen. Okay, Goku hat noch keine. 3374. Raki hat auch noch keinen. Dann... Hat noch kein... Das ist eine 3. Hase war, meine ich, aber schon hier. Nee, Hase HD hat auch noch nicht. Mensch. Aber Morbus Willi habe ich... Da vertue ich mich auch nicht, oder? Genau, Morbus Willi hat... Okay, das müsste jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nichts. So. Immerhin von den 10 waren immerhin sogar 9 dabei, die vorher noch nie ein Abo besaßen.
hier, hier, hier. So, und der Rest ist Treasure. So, die Kisten packen wir weg. So, und die Sachen machen wir hier oben. Aber seit... Wollen wir da mal... Eigentlich müssen wir da mal reinhören. Aber ich glaube, der wird geclaimed. Haben wir eine Jukebox? Irgendwo? Ich bin mir echt nicht sicher, dass wir mal irgendwo eine Jukebox gecraftet haben. Aber meinst du, ich finde die jetzt noch? Hier, so. Ich find's cool, wie die Jukebox hier leuchtet. Sieht halt schon was. Thank you.
nice. Ich glaube, Pickstep haben wir aber nicht, oder? Ich glaube, wir müssen mal eine Kiste speziell für Schallplatten machen, weil hier oben häufen die sich ja so ein bisschen. Chirp, aber nicht Pickstep. Bei so vielen Bastionen, wo wir drin waren, würde man ja meinen, dass da auch Pickstep dabei gewesen sein müsste, aber war nicht. Pass auf, wir nehmen den. Moment. Zeig bitte nach oben, weil wir wollen ja, wir wollen Schallplatten ja schön ordentlich stapeln. Swift Sneak, Infinity, Swift Sneak, Swift Sneak. Hier sind noch mal zwei Schallplatten, drei sogar. Wir könnten uns eine von denen craften. Da höre ich jetzt aber nicht rein. Die ist ein bisschen too spooky for me. Diamantene Pferderüstung. Ich könnte eine halbe Armee damit ausstatten. Eigentlich müsste ich mal eine Armbrust mir machen. Also eine gute. Sollen wir das mal tun? Wir haben nicht wirklich Level, ne? Aber ich habe schon Bock drauf, muss ich gestehen. Wir könnten einen Recovery-Kompass machen. Nicht, dass der irgendwie nützlich wäre für irgendwas, was wir tun. So, mehr Glowberries benötigen wir auch nicht. Nametag benötigen wir nicht. Wir haben einfach 4x13 und 3x Cat. So, Armor Trim. So, haben Rüstungseffekte, darunter fällt definitiv Swift Sneak. Dann bei Waffen Infinity Sweeping Edge. Die Kiste hier müssten wir eigentlich auch mal auftrennen. So, die Schere kann weg. Huch. Nein. Und was kriegen wir hier raus, wenn wir das jetzt hier reinpacken? Piercing. Piercing 4 haben wir ein paar Mal.
Quick Charge. Quick Charge 3 haben wir doch die Tage sogar noch gesehen. Unbreaking 3 und wir bräuchten einmal Mending. Was wir aber mal nachfüllen müssen, ist unser Emerald-Bestand. Ich habe nämlich eine Beacon im End gebaut, da wo der Endspawn ist. Einfach weil ich mich beim Sandduplikator nicht mehr so wohl gefühlt habe ohne Beacon. Hallo? Ich will nicht, dass er in die Wand zeigt. Ich will schon, dass er auf den Brewing Stand zeigt. So, damit sollte ja nur die gepowert sein. Jawohl, das geht. So, wollen wir den mal anstelle des Bogens einsetzen? So, dann sind jetzt über eine Stunde dran, also abzüglich des Dings, des Starting Screens, der ja länger gebraucht hat als erwartet. Das heißt, wir gehen Sockel bauen. Wobei, ich will noch mal kurz unsere Sachen reparieren. So gerade die Rüstung macht mir einfach echt Sorgen, weil allein das Laufen auf unseren Highways zieht ja die Haltbarkeit von unseren Schuhen. So, ich habe ein bisschen vorbereitet. Wie wir sehen, das Schulkermonster ist ein bisschen gewachsen. Ich habe zwei von den Schulkern, die wir mit Lava hatten, habe ich hier hingebracht. Aber ich denke, dass wir die nicht verwenden werden. Ich habe ein bisschen getestet mit farbigem Blocklicht und mit Glas. Und ich habe festgestellt, dass Lava anscheinend noch keine Farbe zugewiesen bekommen hat. Also es verhält sich ganz normal.
Ich weiß halt nicht, ob das vom Shader aus passieren muss oder ob es vom am Texture Pack ist, also dass Misa halt für die Lava noch nichts zugewiesen hat. Wenn es daran liegt, frage ich mich halt, warum Lava jetzt so lange warten musste. Wir im Frogdiles ja anscheinend schon was haben, weil Lava ist ja ziemlich, ne, natürlich präsent. Aber gut. Ich habe deshalb einfach festgestellt, dass Froglights wesentlich besser für unsere Zwecke funktionieren. Also sprich, hier, die eignen sich sowohl mit magenta- und lilafarbenem Glas als auch mit rotem Glas. Zumindest soweit ich das beurteilen konnte. Das heißt, der Effekt, den wir haben wollen, wird hoffentlich auch entstehen. Und dann haben wir halt hier noch mehr Smoothstone. Und was ich noch hergebracht habe, also abgesehen davon, dass ich von jeder Farbe nochmal 8 Stacks hergebracht habe, aber ich glaube, das habe ich sogar noch im Stream gemacht, habe ich hier eine Schulkerbox mit den wichtigen Farben und noch ein bisschen neutral im Glas, falls wir was nachfärben müssen. Wie gesagt, aber erstmal zählen sowieso nur die Sockel. Das heißt, wir benötigen einmal alle Schematics. Blau ist dort, dann haben wir... Warte, wir müssen so den Shader ausmachen, das ist das Problem. Dann, Schematic Placements. Dort ist grün. Dann ist dort gelb. Ah ja, okay, ich habe es ja auch nach den... Danach habe ich es ja auch aufgeteilt. Das stimmt ja überein. Sehe ich es nur aus der Distanz nicht? Ach so, nee, weil es ist nach Dings, nach der Render-Mode ist. So, jetzt. Jetzt, ja, sehr gut. Genau, was ich auch noch hier hingebracht habe, Moment, wo ist es? Irgendwo hier ist es drin. Dass wir die Augen, ich habe für die Augen auch ein bisschen was hergebracht. Wo ist es, verdammt? Hier. Polish Deep Slate Wall, dass die Augen ein bisschen Textur dann haben. Aber ich würde sagen, wir fangen mal mit Grün an. Das heißt, wir brauchen die Frog Lights. Wir brauchen das, das Limestain. Ja, wobei, nee, wir brauchen... Die Frage ist, welche Farbe nehmen wir dafür? Ich glaube, ja, das genau, ich habe das Dunkelgrüne eingeplant. Also in erster Linie und dann vielleicht ein bisschen mit Hell, je nachdem, wie es dann im Detail ist. Aber das heißt, das ist uns das, was hier wichtiger ist. So, und dann nehmen wir mal 2 von denen mit. So, und er kann ja aus den Schulkerboxen auch Sachen rausziehen. Das heißt, ich hole mir einmal einen Stack von allen. So, nur um sicher zu gehen. Es schließt genau ab, richtig? Ja. In alle Richtungen. So, mehr wollte ich nicht wissen.
Aber kannst du mich doch nicht einfach von meinem Weg abwerfen? Das ist unhöflich. ...44. Jawohl. Warte, ich brauche nochmal den Abstand. Ich glaube, es war. Wobei, es war 5, ne? Verdammt, ich hasse das. Wie habe ich das hier gemacht? Hier die Ecke ist um 1 rein. Ne, es sind 6. Nein, okay, es sind 6 Abstand. Siehst du, habe ich es nämlich schon falsch gemacht. Ah, darf ich es an der Seite anders gemacht? Jo, an der Seite sind es nur 5. Okay. Ja, bestimmt, aber ich, klar, muss ja, weil ich die Ecke abgerundet habe, deshalb.
So. Ich will mal kurz sehen, wie es... Es hat schon was. Es hat schon so was Grünliches. So, Frage, erst oben. Ich würde sagen, erst oben. Hoch. So, ich mache erstmal nur die und dann machen wir die Froglights gleich. Wenn wir die Reihe haben, dann müssen wir nicht so oft wechseln.
Ja. Sag mal. Ach ja, zum Thema Maus kann ich sagen, ich habe eine neue bestellt. Dass wir hoffentlich mal wieder das Scrollrad ordentlich benutzen können. Hi, Tees, willkommen zum Stream. Mein Bruder hatte gestern eine Maus im Schlafzimmer. Oh. Heute hat er sie rausgeworfen. So, pass auf, wir müssen... Ja, okay, wir müssen direkt hier. Das heißt, wir haben schon auf der richtigen Höhe. Sie saß auf dem Stuhl und haben schon mit der Maus warf aus dem Fenster. Excuse me, what? Das ist aber ein bisschen viel Ärger für eine Maus. Ich war ja auch durchs Fenster rausgekommen. Da muss sie auch durchs Fenster wieder gehen. Okay, da stimmt irgendwas mit meinen... Ich will keine Falle aufstellen. Okay, das ist einfach nur einmal schräg gezogen, verstehe. So, warte, jetzt verstehe ich nur gerade nicht. Wieso habe ich angeblich zwei... Irgendwas stimmt hier nicht. Hä? Was sind das für Items? Wieso sind hier... Hä? Moment. Wo kommen die drei her? Und wieso haben sie fast identische Stats? Warte, kann das sein, dass ich gerade einen Dupe-Glitch in Verbindung mit Inventorio entdeckt habe? Weil ich glaube, Inventorio und Tweakaroo, glaube ich, wahrscheinlich. Wenn ich nämlich Items aus der Schulkerbox ziehe mit Pick-Block. Ich vermute mal, dass er dann zeitweise sie mit dem Slot austauschen wollte, aber nicht konnte. Ich vermute, er kopiert das Item zuerst oder moved es zuerst oder versucht es zu moven. Was passiert, wenn ich jetzt damit versuche, was abzubauen? Alles klar. Also, die existiert anscheinend. Also, das Spiel ist überzeugt, dass die legit ist. I see. Das ist kacke. Wir wollen ja nicht versehentlich Items duplizieren. Ja gut, ich meine, die können wir ja einfach nur vernichten. Die müssen wir nicht, also, ne, das ist ja kein Problem, aber das ist halt gerade unkontrollierbar. Tweakaroo. Tweaks. Gibt's hier irgendwas von wegen Empty Shulker Boxes Stack? Das ist on ground.
Nein. Ha. Huh. Aber ich weiß auch gerade nicht, mit welcher. Ich weiß gerade nicht, was die genaue Kombination an Sachen ist, die hier gerade nicht richtig funktioniert, dass ich jetzt hier gerade 3 Neverride-Spitzhacken rausbekommen habe. Wenn wir vernichten die natürlich. Ich überlege nur gerade, wo ich sie vernichten kann, also wo ich auch sicher sein kann, dass sie despawnen. Ja, ich habe hier leider nichts, was jetzt echt liegen bleiben wird. Wie gesagt, ich vermute, dass es halt irgendwie mit dem Toolbelt zusammenhängt, dass er da nicht drankommt, aber er halt denkt, dass ich das Item in der Hand habe und deswegen, dass er das Item dann in die Schulkerbox gelegt hat, anstelle des Items, was er dann rausziehen wollte. Die Frage ist halt, macht er das halt auch mit Blöcken? Ich meine, klar, Froglights sind jetzt nicht selten. Also das ist jetzt auch nicht die Welt, wenn da jetzt irgendwie mal so 10 Stück aus dem Nichts entstanden sind. Meine Farm produziert die ja auch. Aber... So. Ich dachte schon, da wäre ein Pillager. Aber wenn ich nicht weiß, woran es liegt, kann ich es natürlich auch nicht so gut umgehen. So. Warte, kann ich es reproduzieren? Ich lege jetzt mal kurz.
die hier rein. So, diese, das ist es nicht. Da. Da hat er sie geklont. Alles klar. Ich verstehe. Ich verstehe, was Sache ist. Und zwar immer, wenn ich die hier, ne, dann denkt er, ich habe die in der Hand. Wenn ich dann einen anderen Block aus einer Schulkerbox ziehe, dann legt er die Spitzhacke an die Stelle des Blocks in der Schulkerbox. Aber kann hier nichts, wahrscheinlich nichts rausziehen. Deswegen müsste ich. Ja, wir können es nochmal probieren, wie es aussieht, wenn wir es so machen. Dann dürfte es ja nicht passieren. Das sollte dem erstmal Einhalt gebieten. Das ist jetzt natürlich. Ich weiß nicht mal, an wen ich mich da wenden sollte. Also von den Moddern, dass man das fixt. Weil es ist ja in dem Fall eine Wechselwirkung zwischen Inventorio und ich denke mal, es ist Tweakeru, glaube ich. Was das halt ermöglicht, dass die Sachen aus der Schulkerbox direkt gezogen werden. Das Problem ist, jetzt nimmt er die Schaufel, wenn ich Glas abbauen will. Weil die ja auch Silk Touch hat. Ja, theoretisch können wir uns natürlich auch merken, jegliche. Es betrifft ja nur. Okay, es ist aber eigentlich nicht schlimm, weil es betrifft nur Werkzeuge. Und wir wissen ja, ne, wir haben ja keine Werkzeuge gecraftet. Das heißt, wir wissen ja, wenn da Werkzeuge in der Schulkerbox gelandet sind und hier noch drin sind, dann haben wir sie nicht legitim erworben. Dann werden sie halt danach vernichtet. Ich habe nichts gegen Duplikationsglitches in einem gewissen Umfang, wenn sie vom Spiel kommen, aber wenn sie natürlich durch Mods eingeführt werden, dann ist das natürlich was anderes. Ich glaube, bis auf, also klar, Sanddublikation, TNT-Duplikation, aber ich glaube, wir haben bis jetzt noch keinen normalen Item-Dupe. Ich meine, ich weiß, es ist zeitweise, also ich glaube, den Volt hatte ich auch mal überlegt, ob ich den mal demonstriere mit irgendwas. Mit einer Schulkerbox oder so. Es gab ja eine Zeit lang, als 1.16 rauskam und da war ja auch die Welt erstellt worden in der Version, gab es dem Dupe mit Piglins. Wenn man ihnen ein Item gegeben hat und ihnen dann einen Goldbarren gegeben hat zum Handeln. Ich glaube, in der Zeit musste man sie töten. Und dann haben die halt das Item zweimal gedroppt.
So, und jetzt den ganzen Spaß noch von der Unterseite. Wie sieht es jetzt steintechnisch aus? Glas gefällt mir so nicht. Not gonna lie. Und somit anderthalb Stacks müssen wir anscheinend schon rechnen, wenn es um Smoothstone geht. Jetzt aus der, genau, aber da ist nichts passiert. Komm, einmal atmen. Hoch. Jetzt stoße ich noch überall gegen. So, einmal den ganzen Shit hier wegmachen.
So, das ist einmal. So, wir haben hier wieder ein bisschen ASMR. Es sind auch keine weiteren Dupes passiert, also das ist schon mal gut zu wissen. Gute Nacht, Panda.
So, Ertrinkgeräusche hören nur so bedingt zum ASMR. So, jetzt noch das Glas, dann können wir schon schauen, wie es aussieht. Ja, wir haben noch einiges an Glas übrig. Hierfür benötigen wir keinen Fast Right Click. So, ich will jetzt aber mal sehen, wie das aussieht. Alter, guckt euch das an, das ist ja schon fast ein bisschen zu grün. Fällt gerade auf, wir können damit auch Crossroads-Tempel noch ausstatten. Da haben wir ja das gleiche Farbschema.
Ich glaube, grün ist jetzt auch nur deshalb so knapp her vom Glas, weil ich einen Teil auch als Light Green drin habe. Ich glaube, das habe ich auf einen Vorrat gerechnet. Ja, der Effekt ist noch ein bisschen weird, aber das liegt halt mehr am Shader. Grundsätzlich habe ich da nichts gegen. So. Vor allem, wenn halt noch die Statue drauf ist. Die gelben. Pass auf, wir müssen noch mal ein bisschen Glas nachcraften, aber ich glaube, das sollte genügen. Weil ich auch durchaus damit rechne, dass wir auch Stellen mit dem hellgrünen Glas machen werden. Also bei der eigentlichen Statue. Deshalb sollte das kein Thema sein. So, die kommen hier rein. Von denen werden wir vielleicht noch mehr brauchen, aber ich habe halt hier noch welche drin. Das heißt, das macht mir jetzt auch noch nicht so viele Sorgen. So, ockerfarbenes Froglight. Okay, wir haben fast zwei von denen verbraucht für den Sockel. Von den Shulker-Boxen. Die hier ist leer, die kann wieder zurück in die Ender Chest. So. Also fast zwei hieß es. Das heißt, wir brauchen die hier, nehmen noch den, nehmen noch die zwei, dann für den dritten Sockel. Also für den vierten. Also für die Sockel müsste es hinhauen. Pass auf. Wir haben die. Dann haben wir zwei, drei, vier. Das müsste ziemlich gut hinhauen. Ein paar von denen können wir auch hier behalten noch, falls wir irgendwas machen müssen, aber ich glaube, von den Smooth Stone her kommen wir gut hin. Regulärer Stein ist halt auch nochmal eine Sache, aber dann muss ich halt noch ein- oder zweimal die Netherite Pickaxe hier durchjagen.
Sind die auf der gleichen Höhe? Der hier wirkt so niedrig. 76. Okay, das sieht auch nach 76 aus. Die Statuen müssten alle auf Höhe 77 sein. Ja, das ist korrekt. Aber es wirkt an der Stelle irgendwie niedriger als da. Warum? Huh. Weird. Da werde ich mich einfach mit einer Angel schlagen. Zwei, drei, vier, fünf, hier, hier, hier. Verdammt, falsch. So, so. Der weg.
ziehen wir einmal runter. Hier dürften wir weniger Material brauchen, weil es nicht so tief ist. So, pass auf, wir machen erstmal unten. Ganz ehrlich, die da sind auch ein bisschen fehl am Platz, die Eisblöcke.
Hey Flami, willkommen zum Stream. So, das war mein eines Mal niesen pro Stream. Zeit, wo ich von der Apps-Ausfallskompensation bekomme ich auch für die Niespause. Ja gut, die Niespause war aber nicht gesetzlich vorgeschrieben. Unwichtige Details. Tja. Ich hoffe, Frau Salesch hat dich nicht für schuldig befunden. Hoch. Ich weiß auch nicht, wer das ist, also, weil es eine andere Salesch-Anspielung war. Ich kenne die Serie leider auch nur vom Namen. Der Alexander Holt. Ich bin uns auf dem gleichen Sender. Okay, nee, das sagt mir nichts mehr.
Ach, ist das nicht ein schönes Schwimmbecken hier drin? Wir haben jetzt in Kombination mit den diversen Mods, die ich jetzt drin habe, einen Dupe-Glitch entdeckt. Mit dem sich Werkzeuge in meinem Werkzeuggürtel beliebig kopieren ließen. Da hat er es wieder getan. Da hat er es wieder getan. Ach du Scheiße. Hat er gerade 32 Mal die Schulkarbox aufgemacht. Die hat er jetzt dupliziert. Ich darf nicht Pickblock einsetzen, um ein Item aus der Schulkarbox zu ziehen, während mein Werkzeug im Toolbelt noch aktiv ist. Moment, dieser Dupe, dafür ist aber nicht Minecraft verantwortlich. Dafür ist die Kombination an Mods, die ich habe, verantwortlich. Die wahrscheinlich einfach nicht aufeinander abgestimmt sind. Ich meine, ich werde es wahrscheinlich dem Inventorio-Macher mal melden, aber ich weiß nicht mal, ob er das fixen müsste oder ob der Macher von Treecaroo das fixen müsste. Also ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher, dass das mit dem Stacks... Also, dass wenn ich Pickblock benutze, dass er dann die Sachen aus den Schulkern beziehen kann, dann dass das von Treecaroo ist. Na, ich will die nicht wieder einsammeln. Ich muss weg. Mensch, sogar mal ein Verwendungszweck für eine Enderperle gefunden. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Ich glaube, diesmal, weil er es nur aus meinem Inventar genommen hat.
Da hat er es wieder getan, verdammt. So, wir sammeln mal kurz die alle hier auf. Nicht, dass Froglights für uns jetzt noch irgendwie wertvoll wären.
So. Damit wäre Sockel Nummer 2 nun auch fast fertig. Moment, weg mit der Schematik. Die hilft uns jetzt nicht. So, das ist Sockel Nummer 3. Auch mit einer sehr, sehr schönen gelben Farbe. Also ich muss sagen, Minecraft braucht das nativ. Das kann man nicht einfach nicht anders sagen. So, dann brauchen wir nämlich noch den letzten, nämlich
Die rote da drüben. Warte, wir brauchen einmal den. Dann, wir haben... er hat es nicht gleichmäßig gezogen, warte. So, weil gelb benötigen wir nicht mehr. Die zwei können wieder in die Ender-Chest. Das rote Glas. Und einmal Smoothstone noch. Das sollte es eigentlich tun. Mal kurz trinken. Entschuldige, was? Fünfzehn, 16, 17, 18. Okay, hier ist der Sockel auf jeden Fall schon mal, hat wieder eine andere Tiefe. Das heißt, da benötigen wir dann auch wieder mehr Stein und Rocklights und Glas.
Ja, hier. 6. Hier. Den. Hast du euch noch Longstreams offen? Für der 4 nicht. Also außer wir fangen nochmal mit den veganen Challenges an. Für Siedler 3 unter Umständen ja. Muss ich aber auch gucken. So viel Kelp, das muss natürlich jetzt auch mal weg.
So, der. Ich bin froh, wenn meine neue Maus hier ist. Ich hab sie denn gegönnt. Ich kann sie dir später mal schicken. Ich hab's aber jetzt gerade nicht im Kopf. Ist auf jeden Fall. Also die Wabe runtergesetzt bei 30 Euro. Moment. Ah, ich habe hier eins zu weit gemacht. Ich habe ja eigentlich wirklich keine hohen Ansprüche bei einer Maus.
Ja, okay, das sollte hinhauen. Zumindest vom Stein her. Theoretisch haben wir hier sogar noch einen Höhleneingang, den man dann von dem Sockel aus betreten könnte, wenn man wollte.
So, und jetzt machen wir das noch hier. Hoch. No. So, zweimal noch, oder? Thank you.
Okay, ist nichts passiert. So, Schematic off und dann machen wir hier den Shader wieder an. Da bin ich auf der 76, sehr gut. Ich muss sagen, ich glaube, ich weiß, woran es mich erinnert. Ich glaube, es erinnert mich tatsächlich an Mauern. Wait, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist falsch. Das, hier ist die Ebene, wo das Glas hin muss.
So, wie sieht's mit der Sonne aus? Ich würde es gerne nochmal bei Nacht sehen. Ob das mit dem, ob dann auch wirklich ein Rotton bei rauskommt. So, die Sonne geht unter, hoffentlich. Ich glaube, ich crafte gleich noch ein bisschen Rotes. Ja, wobei, ja, brauchen wir es? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ich crafte es einfach mal. Ich habe leider keine Vorstellung davon, wie viel Glas wir für die Statuen selber brauchen. So, liebe Sonne, neige dich bitte zum Abend. Meine bisherigen Tests waren zwar vielversprechend, aber ich will noch mich davon überzeugen, dass hier ein schöner Rotton mal rumkommt. Okay, aus der Entfernung sieht es ein bisschen verwaschen aus. Aber mir gefällt der Farbton, der hier rumkommt. Vor allem die Spiegelung sieht auch echt nice aus. Wir haben jetzt auf. Doch, auf der Seite haben wir sie auch schon. Ich weiß halt nur nicht, ob das so viel gebracht hat, dass ich das nach unten gezogen habe. Oder ob es mehr einfach die Spiegelung von oben ist. Ja, ich würde sagen, das ist ein Rotton, mit dem kann man zufrieden sein.
Ja, also absolut. Das passt perfekt. Das passt perfekt für das, was ich vorhabe. Nur da sehe ich gerade, stimmt was nicht. Da habe ich einen Fehler gemacht. Da muss Glas hin. So, wir benötigen jetzt keine weitere Aufnahme mehr. Das heißt, wir haben unser Ziel. Ja, es funktioniert perfekt. Es funktioniert genauso, wie ich es haben wollte. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, dann will ich aber auch gerade bei Crossroads Tempel gucken, ob wir da mit dem Froglights noch ein bisschen was machen können. Für unsere Außenmauern. Und ansonsten sind wir für heute erstmal hier durch. Pearlescent Froglight. Pass auf, ich habe Froglights im Tempel, das ist kein Thema. Ich lasse die Lava erstmal noch hier. So, wir haben noch Smoothstone. Zweimal, das dreimal. Ja, wir brauchen auf jeden Fall nochmal mehr Stein, aber ansonsten ist das soweit okay. Die nehmen wir mit, weil die können wir dann wieder leeren. Wir haben etwas über 10 Stacks. Ja, ich würde schon nochmal gerade ein bisschen craften. Ich denke, ansonsten wird es wahrscheinlich eher schwierig noch bei Blau. Wow. Wofür wir aber noch ein bisschen was an Glas hier haben. Ich kann es aber unter Umständen auch nochmal nachfüllen. So, die ist leer. Kelp benötigen wir nicht. So, dann kehren wir einmal gerade zurück. So, die nehmen wir mit. So, dann haben wir auch wieder ein paar Schulkerboxen. Aber was ich jetzt gerade noch wissen will. Und das ist praktisch, dass wir hier auch gerade Nacht haben. Pass auf, wir müssen. Dafür brauchen wir noch mal kurz hier. Brauchen wir aber auch hier die Redstone-Fackeln nicht mehr. Ja,
Das Licht wird auch schon schön eingefärbt, aber ich werde, dass die Base Color stimmt. Ich hatte ja vorher überlegt, weil als ich das ursprünglich gemacht habe, gab es halt noch kein grünes Licht. Deswegen hatte ich ursprünglich mal sogar überlegt, ob ich dafür dann extra hier mit Wasser und mit, hier. Sag schon, mit Sea Pickles arbeite. Aber das sah mir dann doch ein bisschen zu blöd dafür, dass es den Effekt einfach nicht herbeigeführt hätte. Ich finde, also klar, die Sea Lantern hat noch die Umrandung, aber ansonsten sind sie vom Ding her halt wirklich fast identisch mit den Froglights. Ja, das hat schon was. Ich meine, da kommt zwar auch einigermaßen gefärbtes Licht raus, aber die Grundfarbe stimmt halt nicht. Wenn die Grundfarbe natürlich nicht stimmt, dann kann das Glas halt auch nur bedingt was leisten. Ja, wenn man genau hinsieht. Es ist gerade so ein bisschen hier bei Corporate needs you to find the difference between these pictures. Und dann ist hier gerade so sehr the same picture. Gut, gelbes Licht sollte auch die Redstone-Laterne gut hinbekommen. Ja, zum Beispiel hier beim grünen Licht. Also ich glaube, da wird es einen Unterschied machen. Ja, ich glaube, das macht einen Unterschied. Wenn ich mir hier angucke, hier ist es ziemlich blassgrün. Und hier ist es einfach ein recht intensives Grün. Hier von hier oben sieht man es leider nicht so gut. Aber hier sieht man es, finde ich. Ne? Es kämpft halt auch ein bisschen gegeneinander. Aber es hat was. Ich liebe farbiges Blocklicht. Ich kann es nicht oft genug betonen. Das muss ein Default-Feature werden von Minecraft. Das ist längst überfällig. Anyway, wir beenden nach langer Zeit mal wieder hier. Ich danke fürs dabei sein. Samstag müssen wir mal gucken, ob und was ich da streame. Dann wahrscheinlich nächsten Dienstag wieder Minecraft. Und dann am nächsten Donnerstag wird kein Stream wahrscheinlich stattfinden. Wird kein Stream stattfinden, weil ich an dem Abend schon unterwegs bin. Ich danke fürs dabei sein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.